Sagen wir machen noch bis so 2, 3 Folgen und dann haben wir auf. Weil wir Ja, heute auch das noch ist im Keep circa eine beim Stunde. frischen 20er laufen. Und dann hallo Wir und sind. herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, manchmal auch nicht. WoW, Makar, Orks und so. Das war eine Wieso bist gute denn du jetzt Einleitung, da ne? runter? Definitiv, aber warum bist denn du jetzt da runtergeflogen? Wegen der Quest? Okay. Hast du die Folge schon gestartet? Ja. Gut, dann muss ich mich Hast du mal ganz das. kurz muten. Hast du das Intro nicht gehört? Ich glaube nicht. Nein, ich hatte mir gerade eine WhatsApp-Nachricht angehört. Und was sagt diese WhatsApp-Nachricht so? Kann man Piepen? dazwischen reden? Hörst du dich trotzdem noch, wenn man jetzt dazwischen redet? Ich glaube nicht. Ich höre dich trotzdem noch, auch wenn ich bloß mein Mikro ausgemacht hatte. Weißt du, Broti, kennst du den Telefonieren-Song? Nee. Wenn Meine versauten WhatsApp-Nachrichten gehen dich nichts an, Brody. jemand in deiner Umgebung anfängt zu telefonieren, musst du ganz laut anfangen zu singen. Zu laut zum Telefonieren, zu laut zum Telefonieren, zu laut zum Telefonieren, zum Telefonieren zu laut. Ich würde dir eine Klatsche, wenn du das neben mir machst. Da gibt's so Rückhand. Oder Dampfhammer von Bud Spencer hier. Und Broti, wenn wir ganz krass sind, dann können wir das mal im Kanon singen. Oh ja. Bruder Das Jakob. kriegt ihr nicht hin, Bruder, das ja. kriegt ihr nicht hinterher. Hin. Hinterher, oh Ja, Gott. in live kriegen wir das hin. Wir, Broti und ich, wir üben das jetzt. Oh Gott, die armen Zuschauer. Ja, doch nicht jetzt, sondern wir üben das und dann machen wir das. Irgendwann. Beim Holz spielen oder was? Da hört's ja niemand, das macht ja keinen Spaß. Warum nehmen wir kein Hotz mehr auf? Weil es immer noch nicht geht. Weil Hotz scheiße ist? Das ist erstmal nicht wahr, weil Hotz ist zwar ein bisschen tot, aber noch nicht ganz klinisch. Das ist richtig. Morell, bist du mit der Quest fertig? Ja. Viel Spaß, Brody. Aber ich töte ja auch alles gerade. Ich töte nichts, ich laufe. Ich lass mir die EP geben. Jetzt muss ich doch ihn töten. Ich gerade nicht, muss diese scheiß Häuser hier anzünden. Ja. Ah, die brennen doch jetzt schon alle. Vor Ja, du allem kannst sie auch aber, glaube so ich, trotzdem richtig. anzünden. Was ist das für ein Nötig. Fehler der Logik? Ey, dieses eine Totem hier weicht einfach aus. Was soll denn das? Vor allem, Morell, mich dann dieser Zerstörer der Krimtod im Stand stunt mich, aber ich kann ihn trotzdem wegkicken mit Gewitter. Geht das hier auch mal wieder aus? Du müsstest doch Warte. jetzt eigentlich das direkt Hey, ja, anzünden können, das. oder? Das Ja, doch Feuer sollte auch. egal sein, du müsstest es eigentlich anzünden können. Du musst Kümmere halt dich. bloß direkt davor stehen. Naja, ist gut. Oder reingehen. Bin ich jetzt. So. Es lebt. Er lebt in Es dir. lebt! Es Weil du mein lebt in Atem dir. bist. Bin müde. Guck Du mal in den meinst du? allgemeinen WoW-Chat. Ah ja. Gay! Du bist eine Frau. Du bist eine Tada! Ich Du habe bist eine Lady mit Bart. letztens einen sehr schönen Tweet gelesen. Niemand in Deutschland kann die Nationalhymne auswendig, aber den Space Taxi Song, den kann jeder. Ist sicher, dass niemand den auswendig kann, die Nationalhymne? Ziemlich sicher. Einigkeit und Recht und Das ist schon Freiheit. mal Ja, aber. falsch, Broti. Es ist nämlich Brüh im Glanze dieses Lichtes. Hey, das kommt doch später erst. Nein, das ist jetzt schon. Frag mal Sarah Connor, die weiß das. Sarah Connor ist eine doofe Kuh. Ah, sag ich, das ist mein Gesicht. Wenn ich sie mal sehe. Die hat immer eine eigene Fernsehserie, hallo? Die Sarah Connor Chronicles. Ach, ich dachte, du meintest jetzt Sarah and Mark in Love. I'm Sarah with Love. Vor allem, wer kann sich daran noch erinnern, an die Traumhochzeit von Sarah Connor und Mark? Ich kann das. Ich auch. Was für eine Traumhochzeit, Alter. Was sind mich Promis? Was sind denn mit der Hochzeit, ne? Ich glaube tatsächlich, dass du dafür noch zu jung warst. Wann Wann hat die waren das? geheiratet? 2000? Komische. Da bin ich Ziemlich so. geboren. Naja. Bestes Baujahr 2000er Baujahr. Die Nicht so goldene wirklich. Ära meiner Jugend, meiner Generation. Ach, guck mal, wir sind fertig.
Und ich habe Erdbeben, geil. Das war die Generation, wo RTL 2 aufgehört hat, Anime zu zeigen. Und sie heftig zensiert hat, wenn dann. Nee, Anime, das hat alles aufgehört, 2005, 6, 7 hat das aufgehört. Dass die, die, haben, dass die solche Sachen zeigen, so. Wir wollen jetzt gerade geht's an, ne? War jo. 1000 Nadeln, danach ist... Aber apropos, ich habe... also, Gatgezahn fliegen wir jetzt? Ja. Wollen wir noch eine Inni schnell machen? Da komme ich aber nicht hin. Wie kommt denn ihr da jetzt hin? Du hast doch das Item benutzt. Benutzt mal das Item hier mit den Flugpunkten. Hab ich doch eigentlich. Benutzt es nochmal. Einfach nochmal benutzen. Wie heißt denn das gleich wieder? Warte. Spielzeug. Kalimdor auf den Spuren der Erdmutter. Also sie haben mit Naruto angefangen, heftig zu zensieren, die Anime. Oder ich glaube sogar schon früher, oder Broti? Moment, ich suche gerade noch. RTL 2 war sowieso früher der beste Sender, auch bevor ich geboren war, die ganzen Zeichentricks und Animes, die da liefen. Das war einfach großartig. Viva war besser. Viva hatte einfach großartige Anime nachts. Das stimmt. Allein, Hellsing, wenn das kam, ich fand das. Hellsing war großartig. Wir hatten Hellsing, Candidate for Goddess war ziemlich geil, dieser Mecha-Anime, Vision of Escaflowne lief da. Ja, aber Jungs, das, was nachts läuft, kannst du halt nicht Kinder sehen lassen, also Leute von 6, 7 Jahre alt sind. Die Animes hier nachts kommen, kannst du dir nicht antun. Ja, das aber du kannst auch nichts, was auf RTL 2 läuft, eigentlich Kindern antun, weil Naruto ist einfach viel zu brutal eigentlich für Kinder. Ranma ein halb hat Titten drin, richtig hart, das ging damals noch. Dragon Ball hat jede Menge Pimmel drin. Zurück habe ich Dragon Ball Z wirklich nie geschaut, weil ich diese Serie immer schon... der Titel hat mir nie gefallen. Ich habe immer One Piece geschaut. Ach, und Dragon Ball war damals richtig geil, ne, Broti? Definitiv, Hammer. So drauf abgegangen. Es war einfach HA-MR. Und dann gab es einfach so 20 Folgen, wo sie sich einfach nur angeschrien haben und eigentlich nichts passiert ist, ne? Als ob. Hallo, das Anschreien war großartig. Nee, aber wegen meiner WhatsApp-Nachricht heute gefragt, das Brot, es geht einfach bloß um Treffen und wegen Grillen was. Mehr war es nicht. Das ist zu versaut, das möchte ich gar nicht. Ja. Oder? Ich habe ja gesagt, meine versauten Chats möchtest du eigentlich nicht wissen. Ich hoffe, du hast bis jetzt verstört bis an dein Lebensende. Auf jeden Fall. Aber zum Thema Zensur. Ich habe am Montag, wo ich heimgekommen bin, kam irgendwann so gegen Nachmittags im Fernsehen Harry Potter, Heiligtümer des Todes 2. Okay. Das ist hart zensiert, Wetten. Ich gucke halt kaum noch Fernsehen, weil ich halt einfach... Der ganze Film macht im Prinzip gar keinen Sinn mehr. Das ist so traurig, wenn du das guckst. Ist auch mit das ist zum Beispiel das beste Beispiel Deadpool. Du kannst Deadpool nicht unsensiert zeigen. Weil die nehmen die ganzen Sprüche raus von ihm. Oder fast alle. Die nehmen die Szenen raus, wo der mit auf den einen Bein rumtanzt oder so. Das ist dämlich. Da geht der Film halt nur noch 10 Minuten, ne? Also ich habe Deadpool nie auf Deutsch gesehen. Und ich werde es auch niemals tun. Warum? Weil der Film auf Deutsch scheiße ist. Ich habe den Trailer auf Deutsch gesehen. Die Witze sind sowas von Kacke übersetzt. Das ist, geht echt überhaupt nicht. Außerdem, ich habe es auf beiden Versionen gesehen und ich muss sagen, ich finde beide lustig. Also, der. Was war das, was er gesagt hat, als er Wade zum ersten Mal gesehen hat mit dem. Du siehst aus wie eine Avocado von innen oder so ein Scheißdreck, oder halt, was? Du siehst aus wie eine verschrumpelte Avocado, die versauten Sex mit einer noch versauteren, verschrumpelteren, ach, keine Ahnung. Ja, und im Englischen sagt er halt, hast du die Arena-Quest schon angenommen? Ja, du hast es doch gemacht. Ich hab sie nur angenommen, ich hab sie noch nicht gestartet. Ja, bei mir kam klar, dass ich, möchten Sie diese Quest annehmen? Hab ich gedrückt, okay, dann hat es gleich gestartet. Normal startet die doch erst, wenn man reingeht. In den Ring. Ja, müssen wir jetzt nochmal ein Foto machen. Wieso macht ihr das denn jetzt ohne mich? Ja, ich bin ja schon reingegangen gehabt. Weil ich das nicht wusste. Na, Brody, dann nimm die nochmal selber an und dann helfen wir dir. Brody? Dann muss ich ja rein. Siehst du?
Ja. Erst wenn man reingeht. Hinter dir. Pass auf. 3, 2, 1. Oh, da ist er. Ah! Sag ich doch. Ja, was ist das für eine Kackfresse? Hässlicher also Mensch. Im Englischen sagt er halt da so, du siehst aus wie ein Arschloch, das durch ein anderes Arschloch gezogen wurde. Ich muss mit... Du hast die Quest noch gar nicht abgegeben, der Boot. Das bringt jetzt überhaupt nichts. Ja. Warte. Abbrechen. Ich hab abgebrochen. Ja, der dürfte ja jetzt nicht kommen. Hast du jetzt abgeholt, Broti? Jetzt habe ich die Quest, ja. Können wir jetzt rein? Ja. Sanesan möchte eine Gruppenquest starten. Also viele von den Witzen im Trailer waren im Englischen einfach um Längen besser. Ja, du kannst halt nicht immer alles 1:1 ins Deutsch übersetzen. Und ich muss sagen, viele deutsche Übersetzungen sind halt auch echt komisch. Ja. Zwar nicht alles, aber vieles. Deshalb, ich guck meine Filme nur auf Englisch. Jetzt wartet erstmal, bis wir alle die Quests abgegeben haben, ne? Hey there. Safe travels. Hast du abgegeben? Ja. Sehr schön. Wir können Ready-Checks machen. Ja, also ich kann mich nicht an den letzten Film erinnern, den ich freiwillig auf Deutsch gesehen habe. Also ich habe jetzt am Wochenende zur E3 mit dem Kumpel nochmal Kasper auf Deutsch geguckt, aber das war mehr Nostalgie. Und der Film ist immer noch toll. Ist das der Film, wo der Vater am Ende stirbt? Ja, aber das ist okay, Broti, weil ein Film, der, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist, darfst du gerne spoilern. Bam, jetzt habe ich mal das Vieh gekillt am Ende. Wie, das war's schon? Oh ja. Das ist ja langweilig. Kriegst du drei Viecher, das war's? Ich hab also, noch, ich glaube, die waren damals im Ü-Ei drin. Die müssten bei mir irgendwo daheim noch rumfliegen bei meinem Vater. Fatso, Stinky und Stretch, die leuchten nachts. Oh, was kann man, weißt du, was man hier kaufen kann bei der alten da? Noggenfogger! Ja. Erstmal die Taschen ausstatten damit. Erstmal eine kompletten roten Sack voll machen. Zack. Was bitteschön? Du, als ob du Nockenfogger-Elixier nicht kennst. Was ist das denn? Ist das dein fucking Ernst, Brudi? Kaufst du und findest heraus, was das macht. Ja, ist richtig. Macht wahrscheinlich ziemlich besoffen, oder? Nein. Und wo gibt's das jetzt? Okay, warte mal ganz kurz. Jetzt habe ich das Richtige bekommen. Also Brudi, dich macht ja bestimmt besoffen, alle anderen nicht. Benutzt, trinkt nicht. Kauf dir einfach mal 20 Stück und benutze es. Kauf dir auch mal welche, dann machen wir die Minigang. Er bekommt leichte Feder. Weiter benutzen. Weiter. Einfach mal weiter. Und jetzt klickt das Skelett weg. Dann siehst du. Dann siehst du nämlich cool aus. Jetzt hast du den Mini weggeklickt. Ich habe jetzt irgendwie nur Skelett. Also, ich habe 147 noch. Ich krieg wirklich nur das Skelett. Ich werd einfach nicht klein. Naja, dann halt nicht. Weißt du, ich frosch ihn extra und du gehst drauf. Ja, musst du. Oh, die questet schon? Das ist einfach bloß ein Random-Vieh gewesen. Quest. Doch. Okay. Nein! Kommt ich bin der mächtigste Mini. Ich bin der mächtigste Schamane. Nur bin ich zu klein gewachsen. Warum töten wir die? Weil wir die schlachten müssen. Ich kann das gar nicht. Ich konnte das nicht benutzen auf die Viecher die ganze Zeit. Mach mal DD, Morech. Ich will mal gucken, wie lange das dauert. Bis wir da reinkommen, mit alle drei DD machen. 3 Minuten. Easy. Ja, muss ich ja DD spielen. Ja, da kannst du. Ich will mal sehen, was du in der Indian Schaden fährst. Ob du besser bist als ich und Broti. In die andere Richtung müssen wir. Da sind die ganzen. Growth-Viecher.
Machen wir erstmal die Dicken da. Hast du das Dicken genannt? Ja. No Fat Shaming, bitte. Ach, doch. Muss sein. So, Der arme Broti, der ist so fett. Ja, deswegen. So, Morell kriegt kein Wasserwandeln. Mal gucken, ob Broti was pullt. Ja. Na klar, da kommt ein scheiß Typ raus. Ah, helft mir! Ah! Du bist ein Kunde manchmal. Warum pullst du denn alles, Broti? Töten will. Wow, es fliegt nur der eine Dicke weg. Aber ich habe Erdbeben, wir brauchen mal viel mehr Mobs. Ich will mal Erdbeben benutzen. Wir müssen mal so richtig Big Pool des Todes machen. Big Pool? Big Pool, Junge! Warum hat mein Jump immer Cooldown, wenn ich ihn benutzen möchte? Okay, weil ich ihn immer benutzen möchte, aber darum geht's hier einfach nicht. Das Lustige ist, ich brauche nicht mal was machen, weil so wie ich die Kiste öffne, rennen die Typen zu meinem Elementar. Ah, bis auf einer. Du Ausnahme. Nein, nein, lass mich. Nein. Meine Kiste. Geht weg, das ist meine. Ah, 5 von 7. Jetzt lass mich, du rieses Mistkind. Hau ab! Ich brauch dich nicht mehr. Oh, doch, ich brauch dich doch noch. Na, aber ich brauch erstmal Kiste. Kiste, Kiste. Oh, du meine Kiste. Riesen töten. Ich bin schon dabei. Ihr wollt einen Riesenkrieg, ihr kriegt einen Riesenkrieg. Fehlt noch einer. I am out of range. Jo. Und Brot, wie viele Kisten fehlen hier noch? Zwei. Ah ja. Also mit dem Dungeon Vault können wir dann eigentlich die Folge fertig machen, ne? Ja. Wenn überhaupt noch. Alter, mit Erdbeben geht der ja richtig schnell. Droppt der ja richtig schnell, der Gezeitenriese. Das war ja mal gerade richtig böse. Hast du jetzt alles, Brody? Nein, mir fehlt noch eins. Immer noch. Ja. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen sich. Bei mir kommt aus jeder Kiste so ein scheiß Viech raus. Wollen wir erstmal warten, Morell, bis er kommt? Ich hasse aber auch Quests, die im Wasser sind, ganz ehrlich. Bist du in der Nähe? Sterb jetzt eh. Nicht sterben, Brody! Doch. Benutz, wenn nicht! Nö. Alter, der Schaden, den der rein, das ist halt abartig, was du machst. Das ist echt abartig, Morell, was du an Schaden raushaust. Ey, das ist jetzt unfair. Ich hab ein Ed und dich am Arsch. Warte doch mal, hör mal auf, Schaden auf mich zu machen, ne? Arschloch. Du hast damit angefangen. Aber... ich habe jetzt ähnliche Taktik, wie ich einen Furorkrieger als Ela von mir fernhalten kann.
Ja, das schaffst du aber auch nur, wenn der Furorkrieger nicht so dumm ist und die ganze Zeit seinen Kick in der Leiste verschiebt, statt ihn zu drücken. Ja gut, ne? So, und wenn ich dich von Anfang an geslowt hätte, wäre es wahrscheinlich auch anders gewesen. Ich muss langsam mal mir angewöhnen zu gucken, was für Fähigkeiten ich überhaupt habe. Wenn du Furorkrieger brauchst, ihn zu verstehen, ich biete mich gerne an. Ich spiele ihn aktuell gerade als Main. Vielleicht hätte ich mit Heroic Throne, denn der macht überhaupt keinen Schaden, ne? Bringt nichts. Warte mal, wie hast du überhaupt geskillt bisher? Du hast bisher perfekt geskillt. Kann ich versichern, das war ein Versehen. Du machst als nächstes dann Kriegsbemalung. Dann machst du Gemetzel, Drachengebrüll und Belagerungsbrecher. So, Bruti, bist du fertig mit der Quest? Ja, schon lange, wieso? Also ich werde auf jeden Fall skillen, dass mein Springen weniger Cooldown hat, alles andere wäre dumm. Das hat nicht weniger Cooldown. Doch? Nein. 15 Sekunden. Bringt dir aber nichts. Natürlich, weil ich mehr springen kann. Bringt dir aber sonst nichts. Klar. Ich weiß nicht, ob du, den Char nach dem Let's Play überhaupt noch spielen wirst. Weiß ich nicht, aber ich will springen. Dann kauf dir, dann hol dir das Lego. Mit Springen. Das geht nur bis 116, danach ist sie auch vorbei. Ja, dann holst du ab 100 und kannst immer dreimal springen. Plus verringerte Abklingzeit. Oh je. Ich bin gleich wieder 50, ey. Also, bald. In einem Level. Nein! Heißluftballon. Heißluftballon. Ich will auffliegen. Heißluftballon. Ich lass dich mal vor, Broti, sonst muss ich mal auf dich warten. Jetzt bei mir bist du... Broti, bei mir bist du gerade, wirst du als tot angezeigt. Ja, jetzt nicht mehr. Unser Dungeon-Wald kommt irgendwie nicht mehr, oder? Das pausiert jetzt aber auch, oder? Nee. Nö, 7 Minuten schon. Naja, ich würde mal sagen, die Folge ist jetzt vorbei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.